Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 19 Karriere. Aber wir starten einfach eine Partie, weil keine Ahnung, was er sagen will. So, ne. Natürlich das Auswärtstrikot, weil wir auswärts sind. Das ist die Aufstellung. Halt. Nochmal kurz zurück. Spinnen. Da war jemand, der gerne spielen möchte. Ja. Niklas Beste, hallo Chef, ich hoffe, Sie rotieren mal ein bisschen und geben mir eine wenig Spielzeit. Der Beste. An diesen anderen Bildschirm wähle ich den mal aus und darf einmal mitmachen. So, Teammanagement. Beste. Der darf heute mal ran. Wo ist denn der Gute? Da, linker Verteidiger. Wechselt somit erstmal mit. Ja. Mit Hanik. Ja, wie du verkackt hast, ne? Alles klar. Dann auf geht's. Falls ihr schon bemerkt habt, ich musste die Musik leider im Menü aufstellen, da das DFB-Pokalspiel, glaube ich, gesperrt wurde. Wegen Musik, die angeblich drinne war, die es aber gar nicht bei FIFA gibt. Habe ich dann angemerkt, war denen egal, meine spielen das trotzdem. Von daher habe ich jetzt einfach meine Musik in Dings ausgemacht. Und hey. Schade. Ey. Fuck. Ja, von wegen Abseits. Ich geb dir gleich Abseits. Lol. Ja, egal. Gut gemacht. Ich gebe ab an die Kommentatoren. Willkommen zu diesem Spiel, willkommen an der Ivy Lane. Heute heißt es SC Freiburg gegen Werder Bremen. Sie werden ja heute selbstbewusst auftreten in dieser Auswärtspartie. Schließlich sind Sie das treffsicherste Team der Liga. Und die Fans hoffen natürlich, dass heute in diesem Spiel so weitergemacht wird. Schauen wir kurz auf die Aufstellung des SC Freiburg. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal an. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Klasse Aktion, Ball ist weg. Max Kruse am Ball. Da ist jetzt Platz. Ja, Flanke kommt kurz. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. So und nicht anders musst du einen Kopfball ansetzen. Ja, der war absolute Klasse. Mit ganz viel Power, dazu noch präzise. Den kannst du nicht halten. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an.
So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Dominik Heinz, Nils Petersen. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Weg ist der Ball. Gondorf. Jetzt kann er flanken. Gute Hereingabe. Schön, was machen Sie daraus? Glanzparade. Tolle Aktion. Was für ein Wahnsinnsreflex. Fast der Ausgleich gerade, aber der Torwart sagt nein, nicht mit mir. Keins. Jetzt Kruse. Ganz schwacher Pass, Ball draußen. Moisander. Ja, Niklas Beste. Klassen. Er bekommt Hilfe. Hereingabe jetzt. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Terrazino. Rave. Erst müsste mal eine zündende Idee kommen. Gulde spielt den Ball direkt zurück. Höfler. Rave. Da kommt die Flanke. Der Ball kommt rein, aber doch nicht gut genug. Gondorf. Nils Petersen. Wird's jetzt gefährlich? Max Kruse am Ball. Sie kommen jetzt über außen. Hereingabe. Gut aufgepasst. So wird das hier nicht gefährlich. Gulde. Fängt diesen Ball ab. Juri Schein. Keins. Das macht er gut. Rave. Kübler. Gute Aktion. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da ist die Flanke. Gut gedacht, aber dann geht der Ball doch ziemlich daneben. Das nächste Spiel steht an in der Bundesliga für den SC Freiburg. Dann geht es auswärts gegen den BVB. Ganz genau. Und natürlich kommentieren wir auch diese Partie. Klassen. Ja, Niklas Beste. Keins. Nun Kruse. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Keins. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Kübler. Nils Petersen. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Ball draußen, das gibt jetzt Eckball. Das ist schon überraschend, dass er heute ran darf. Das kann aber aufgehen. Er wird sich zeigen wollen und garantiert Vollgas geben. Jetzt kommt die Ecke. Jetzt kann er die Flanke bringen. Schöne Flanke. Jetzt kommt der Schuss. Jetzt wird gleich die Ecke reinkommen. Super gemacht vom Torwart. Der Ball kommt rein. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Nils Petersen. Gondorf. Nils Petersen. Da muss er flanken.
und jetzt die Chance. Der Ausgleich, jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Jetzt sind sie zurück im Spiel. Alles wieder zurück auf Anfang. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Gebre Selassie. Klassen. Der Steilpass war eine gute Idee, aber hier war er nicht genau genug. Keins. Da ist die Flanke. Ah, vielleicht geht da noch was. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Klassen. Da kommt die Flanke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Terrazino, Nils Pedersen, Höfler, ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Max Kruse, Tor Max Kruse. Das Tor quasi mit dem Pausenpfiff. Haben Sie da zu früh abgeschaltet, Buschi? Ja, scheint absolut so. Sie waren mit dem Gedanken schon in der Kabine und dafür werden Sie bestraft. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. 3 Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Das war einfach und er hat den Ball. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Nils Pedersen. Ah, ärgerlich, Ballverlust. Die erste Hälfte war spannend. Es ging hin und her und wir gehen mit einem 2:1. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Da ist die Flanke. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Und das Tor jetzt nochmal in der Wiederholung. Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Ja, so ein Kopfballtreffer, da freut sich der Trainer. Ganz sicher, da haben Sie Ihre Offensivaktion gewinnbringend abgeschlossen. Schön zu sehen, wie konzentriert Sie da zu Werke gehen. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das gehofft. Nach diesem Treffer steht es nun 3:1. Rave. Gondorf. Auf außen ist jetzt Platz. Hereingabe jetzt. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Ballverlust. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Da ist die Hereingabe.
Er macht das Tor. Klasse Kopfball. Das macht er klasse mit dem Kopf. Und genau so musst du den Kopfball ansetzen. Sehr guter Abschluss. Ein schönes Tor. Und hier nochmal die Wiederholung. Den hat er gut gemacht. Ja, er geht damit Einsatz rein, nimmt den Kopf und trifft den Ball auch einfach richtig gut. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Das ist eine beruhigende Führung für Sie. Höfler. Nils Pedersen. Ja, schwacher Ball hier. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Ja, Niklas Beste. Klassen. Jetzt die Flanke. Da können Sie erstmal klären. Kübler. Höfler. Rave. Ganz souverän hier vom Torhüter. Ja, Niklas Beste. Kübler. Fängt diesen Ball ab. Terrazino. Da kommt die Hereingabe. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja den sicheren Treffer. Spielerwechsel beim SC Freiburg, Buschi. Genau. Neue Impulse sollen jetzt her von der Bank. Da kommt die Ecke. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Höfler. Nils Pedersen. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Rave. Keeper geht gut zum Ball. Forstet ihn weg. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Und er schießt. Könnte gefährlich werden. Es gibt Ecke. Bei Werder Bremen gibt es eine Auswechslung, Buschi. Ja. Nurishahin geht vom Platz. Die Ecke kommt. Kein Problem. Der Torwart ist da beim Eckball. Der Regen nimmt hier immer weiter zu, Buschi. Und das macht es für die Spieler nicht einfacher. Der Ball ist extrem schnell. Es ist schwierig, die Pässe zu timen. Jetzt der Versuch. Da hat dann doch eine ganze Menge gefehlt. Ja, das war kein guter Versuch. Das hat man deutlich gesehen. Der hat ja kaum was gestimmt. Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Klasse Aktion, Ball ist weg. Keins. Eggestein.
Ludwig Augustinsson. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Max Kruse am Ball. Guter Zweikampf. Kruse. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Zehn Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Kübler. Gulde. Gondorf. Mike Franz. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Da kommt der Pass. Hereingabe. Kein guter Volley. Ja, hätte hier gerne das Tor gemacht. Sah auch zunächst gut aus. Aber dann fehlt einiges. Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Sechs Minuten haben wir hier noch. Mike Franz, Kübler. Ball kommt rein. Chance lebt noch. Und da ist der Ball wieder weg. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Drei Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Rave. Jetzt haben sie den Ball. Ludwig Augustinsson. Klasse Zuspiel. Sie kommen jetzt über außen. Ah, die Flanke ist zu weit, da kommt keiner dran. Günther. So, das ist der Schlusspfiff. Das Spiel ist aus. Drei Punkte für Sie heute, verdient nach dieser, wie ich finde, ordentlichen Leistung. Da stimme ich dir zu, Wolf, ein richtig gutes Spiel. Sie haben sich hier heute den Sieg geholt. Sie haben heute wieder mal gezeigt, wie stark Sie vor allem in der Offensive sind. Ist jetzt Platz. Ja, Flanke kommt kurz. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Und jetzt die Chance. Der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Kruse. Tor Max Kruse. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Da ist die Flanke. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Da ist die Hereingabe. Er macht das Tor. Klasse Kopfball.
Ja, easy Sieg, ne? Würde ich dazu mal sagen. Danke für die Chance, das war erstmal die einzige. Ja, EA Server sind. Ah, sind wir da, alles klar. Halt, Training durchballern. Oh Gott, es geht gegen die Bayern. Ihr seht es jetzt schon. Es geht gegen den FC Bayern. Hä, was macht er da? Ist klar, sind wir nicht bis dahin noch hin und dann verabschieden wir uns für diese Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also bis dann. Schon wieder. Juhu. In Bremen fließt ein steter Strom vorbei am Weserstadion. Hier sind wir zu Haus, hier geht's uns gut. Denn Werder zaubert, siegt und lacht, ja, Werder ist die Fußballmacht. Im Norden und im Rest der Republik.